Das Sinnvollste wäre es wirklich, sich nicht mit Galloway anzulegen. Sondern einfach die drei Dinger zu deaktivieren und dann zu verschwinden. Have you seen reason at last, Herald of Barath? Bist du endlich zur Vernunft gekommen, Herald von Barath? Ich werde mich dem Willen meines Gottes fügen. You know who leads the pack. Good. Danke. Du weißt, wer das Rudel anführt. You need only deactivate the three pylons scattered about the ruin. That will destroy the barrier protecting this place from the sea. Du musst nur die drei in der Ruine verteilten Pylonen deaktivieren. Dadurch wird die Barriere zerstört, die diesen Ort vor dem Meer schützt. Wie soll ich hier rauskommen, wenn alles überflutet wird? You survived the trial of reaching this place. Surely whatever means allowed you to breathe underwater will serve you on your way back up. Du hast die Prüfung, diesen Ort zu erreichen, überlebt. Sicher werden dir die Mittel, die dir das Atmen unter Wasser möglich haben, auch deinen Rückweg helfen. Auch auf deinem Rückweg helfen. Ja, ich habe halt Angst, wenn ich das Ding ausschalte. Requiring your attention, Watcher? Gibt es noch etwas, das deine Aufmerksamkeit erfordert, Wächter? Nein, hören wir mal lieber auf Galloway. Sonst wird mein kleines Schiffchen vielleicht noch von Riesenkraken gefressen. Ich merke gerade, weil ich verletzt bin, laufe ich anders. Seraphin auch? Ja, er hebt sich auch die Schulter oder die Hüfte. Die Maschine ausfallen. Du schaltest die Maschine aus, der rotierende Ring bleibt stehen und die Energie, die er ausstrahlt, versiegt. Ein leises Poltern halt durch die Ruinen und die Barriere am Fenster in der Nähe flackert kurz auf. Hier in der Nähe beginnen sich kleine Wasserrinnsale zu bilden. You sprung us up a leak, Cap. Fancy to swim, did you? Du hast ein Leck geschlagen, Captain. Hast du vorher eine Runde zu schwimmen? Ja. Na, das Wasser scheint schnell zu steigen. Ja, die Maschine schalten wir auch aus. Das Portal ist jetzt stärker und die Barriere gegenüber von dir blitzt und schwankt. Risse laufen die Wände hoch, gefolgt von vielen weiteren Leckenstellen. Ich habe zugestimmt, Galloway zu helfen und erwies mich an, drei Pylonen zu deaktivieren, die sich irgendwo innerhalb den Ruinen befinden. Dadurch sollte die Barriere, die die Ruinen vom Meer beschützt, abgeschaltet werden. Ich habe einen der Pylonen deaktiviert, wodurch die Schützenbarriere geringfügig nachgelassen zu haben scheint. Zwei bleiben noch. Ich habe einen zweiten Pylonen deaktiviert und die Barriere ist merklich schwächer geworden. Ein Pylon bleibt noch. Certainly. Yes? Ja. Du schaltest die Maschine aus. Versiegt. Die gesamte Struktur erbebt so heftig, dass sie sich fast auf die Knie zwingt. Die Barriere flackert und verschwindet dann mit einem Knall. Wasser strömt in die Ruinen. Du hast gerade noch Zeit, deinen Taucheranzug anzuziehen, bevor das Wasser über dir... die über den Kopf steigt. Auch wenn du nicht Gefahr läufst zu ertrinken, in Sicherheit bist du auch noch nicht. Das Rumpeln tief in den Ruinen hört nicht auf, sondern wird immer stärker. Du springst aus dem Fenster gegenüber des Pylon und beginnst den langen Weg zurück an die Oberfläche zu deinem wartenden Schiff zu schwimmen.
Auf halbem Weg nach oben bemerkst du, dass das Atmen immer schwieriger wird und das Gewicht deines Taucheranzugs beginnt, dich nach unten zu ziehen. Irgendwas stimmt damit nicht mehr. Den Taucheranzug auf Schäden untersuchen. Eine schnelle Überprüfung ergibt, dass Wasser durch einen Riss im Helm eindringt, was die dank Iveras Zauber zirkulierende Luftmenge verringert und den Anzug schwerer macht. Den Helm rasch flicken. Jo. Ohne Zeit zu verschwenden, reißt du ein Stück Stoff von deinem Anzug ab und umwickelst damit den beschädigten Helm. Jetzt dringt es weiterhin Wasser ein, aber viel weniger als zuvor und es gelingt dir, unversehrt zu deinem Schiff zurückzukehren. Ja, wenn ich noch den Taucheranzug versenken würde, wäre das arg schlecht. Ich meine, so wissen die wenigstens, dass ihr Taucheranzug funktioniert. Eine vertraute Anwesenheit drückt sie an die Grenze deines Verstandes. How rare a thing it is. A Kith who does as they're commanded. Das gibt es selten. Ein Gestandener, der tut, was ihm befohlen wird. Hinter seinen Worten hängt die tiefe Stille eines schneebedeckten Waldes. Hm. Ich diene gerne meinem Gott. Ist die Maschine intakt? Die Ruinen sind über ihr zusammengebrochen. The machine was unharmed and will now remain so, thanks to your efforts. Die Maschine bleibt unbeschädigt und wird es dank deines Einsatzes auch bleiben. Eine aufrichtige Wärme gibt Galloweens Worte. Ich denke gern meinem Gott. Loyalty requires a strength most lack. And you have proved yourself to be strong indeed, Herald of Barath. Wahre Loyalität erfordert eine Stärke, die den meisten fehlt. Und du hast diese Stärke wirklich unter Beweis gestellt, Herold von Barath. Alof nickt, dabei spielt ein leichtes Lächeln um seine Lippen. Maya nickt den Daumen gegen das Kinngelenk. For that I shall reward you. Dafür werde ich dich belohnen. Take now my blessing, Watcher, and see with the keen eyes of beasts. Nimm meinen Segen, Wächter, und seh nun von nun an mit den scharfen Augen wilder Tiere. Die Weinwesenheit verschwindet so schnell wieder, wie sie gekommen ist. Was habe ich jetzt dafür gekriegt? Außer wahrscheinlich eine Abfuhr von der Königlichen Todesfeuergesellschaft. Große Seele? Nö. Wenn, da ist es wahrscheinlich hier irgendwo, oder? Keine Ahnung. Gaunt Schwur, Elias Zellens Training. Naja. Dann ab ins Quartier der Flottenmeisterin mal wieder. Um ihr zu berichten, dass alles scheiße gelaufen ist. Ja. Wie Galloway es von mir erwartet hatte, zerstörte ich die Pylonen innerhalb von Zinnat Moor. Ohne den Shittier, der sie beschützt, wurden die Ruinen von mir verschlungen. Ich sollte zu Flottenmeisterin Okaya zurückkehren und ihr die schlechten Neuigkeiten mitteilen. Ja. Gut. I hope your effort to resolve the coral situation is meeting with success. Ich hoffe, deine Bemühungen um die Lösung der Korallensituation verlaufen erfolgreich. Ich war nicht in der Lage, dein Korallenproblem zu beheben und jetzt sind die Ruinen nicht länger zugänglich. Okaya beißt die Zähne zusammen. Eine Ader auf ihrer Stirn posiert so heftig, es sieht aus, als müsse sie es wehtun. Dann ballt sie die Hände zu Fäusten, schließt die Augen und seufzt tief. Ich kann nicht sagen, ich bin nicht disappointed. Now we'll have to make do without proper coral defenses. We'll be vulnerable. Ich kann meine Enttäuschung nicht verbergen, Hagrim. Jetzt müssen wir ohne richtige Korallenverteidigung auskommen. Wir werden angreifbar sein. Sie presst die Lippen eng zusammen. Wenigstens werden die Korallen für jeden Angreifer so lästig sein wie für euch. Ich habe das Beste aus meinem Möglichen gemacht. Ich hätte auch gerne ins Zorn erringen können, wenn dir das lieber wäre. Mir könnte nichts mehr egal sein als deine Riesenkorallen. Nehmt mal die Eins.
Die Menschen haben Kanonenwächter. Sie kneift die Augen zusammen und sucht in deinem Gesicht nach einem Zeichen für den Witz, den du ganz sicher gerade machst. Bevor ich vergesse, Atsura would like to see you at the Brass Citadel. Ach ja, bevor ich das vergesse, Atsura möchte ich dich in der Missing Zitadelle sehen. Okaya hält inne, streckt ihre Hand aus, als wollte sie dich zur Seite ziehen, überlegt sie sich dann aber anders. Sie schüttelt den Kopf und macht weiter. Placid on the surface, Atsura is not a patient man. Auch wenn er nach außen gelassen wirkt, ist Asura kein geduldiger Mensch, Hagrim. Er ist ja nicht mal ein Mensch. Na, wie sehr hat mir das geschadet? Gar nicht? Das hat mir sogar zwei Punkte eingebracht. Ich war vorher bei 1. Auch gut. Ich muss ehrlich sagen, das überrascht mich jetzt. Das heißt, wir schippern von hier aus erstmal nach Tikavara, würde ich sagen. For someone who talks so much, you seem to care about very little. Oh, apologies, lad. Didn't realize we'd be only ever speaking of subjects deep and meaningful. Oh, don't strain yourself on my account. Also Alof und Seraphin haben jetzt wieder was. Für jemanden, der so viel redet, scheint dich nur wenig wirklich zu kümmern, sagt Alof. Entschuldigung, Junge, ich wusste nicht, dass hier ausschließlich über tiefe, bedeutungsschwere Themen geredet wird, meint Seraphin. Oh, überanstrenge dich bloß nicht für mich, sagt Alof darauf. Okay. Gut. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ha, Kornu. Oh, der will kämpfen? Der Rothändige zeigt auf einen kleinen Punkt am fernen Horizont. Kapitän, ein Schiff nähert sich. Ja, 5 plus 4, okay. So, spät zum Horizont sieht seine unbekannte Flagge in der Brise wehen. Das Schiff hält seinen Abstand und schleicht sich aus ihrer Entfernung wie eine Katze eines Schlachthaufs. Ja, Kampf aufnehmen, leichte Beute. Mhm. Gut, dann volle Kraft voraus. Wow, wie sind wir schnell. Und das ist auch nur eine Seefahrer. Ich könnte noch näher ran, ich könnte aber mal feuern. Position halten. Ja, die feuern. Feuert die Kanonen am Bug. Jo, Feuer. Feuer über der Schnauze. Zwei Schaden an Unterdeckbesatzung. Wow. Okay. Ja. Der muss jetzt seine Verwundeten heilen. Währenddessen gehen wir näher ran. Der hält immer noch. Fahren wir noch näher ran. Gut. Bereit machen zum Entern. Wir haben die Besatzung etwas runtergeballert, also können wir sie jetzt auch noch platt machen. Müssen wir den sich eh noch uns schnappen, weil der zwischen Sayuka und Dings herumsiegelt? Ja, zwei Seefahrer gegeneinander und ja, ich habe schon was Totes auf dem ihrem Deck. Ah.
Balegina hat gerade einen zerfetzt. Kornu, ja. Ja, Kopfgeld Kornu, den sollten wir eh uns schnappen. Das bedeutet noch mehr Beute für uns. Moral erlangt. Seemannserfahrung. Grimm hat einen Rang erlangt. Yay. Farm der königlichen Teufelsfeuergesellschaft, die gute Akibus. Jede Menge Geld, alles nehmen.